Moin Leute und seid herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Hexit. Mit dabei ist natürlich mal wieder Tegel. Hallo. Moin. Ja, wir haben schon einige Sachen vor, die wir jetzt vor der unserer nächsten Adventure-Tour machen werden. Zum einen brauchen wir neue Flugstäbe. Zum anderen haben wir in der letzten Folge herausgefunden, wie die Magic Mirrors funktionieren. Damit werden wir uns auf jeden Fall auch noch ein Stück weit befassen, diese Folge. Aber das wollte ich hier drauf drücken. Aber als erstes müssen wir, wie gesagt, die wie heißen die Teile? Electric Stuffs machen und danach müssen wir noch ein bisschen mehr verzaubern. Aber danach sind wir auf jeden Fall bereit für unsere nächste Adventure Tour. Yay! Irgendwas fehlt mir gerade. Genau, ich weiß, was mir fehlt. Hä? Ja, wo sind die Teile? Ah, da. Da sind sie. Ich wollte gerade schon sagen, ob wir keine mehr haben. Aber natürlich haben wir noch welche. Okay. Ich bin gerade schon leicht verwirrt. Das ist auf jeden Fall ein guter Start in die Folge. Oh, ich habe einfach so viele scheiß Backpacks. Mann. Oh, du kannst ihm echt leid tun. Ja. Ja, ich bin ein kleines armes Opfer. Ja, das bist du. Das wissen wir ja schon länger. Ich habe mal 8 Flugstäbe gemacht. Lol. So, die verzaubern wir jetzt alle mal auf Unbreaking 3. Ist ja kostenlos. Einfach mal, ich habe mal Amboss, ja, ich stell den mal hier hin, ne? Einfach weil ich kann. Yep. Ja, Unbreaking 3 lieber. Ist eigentlich so komisch, dass man die umsonst verzaubern kann. Die einfach dadurch dreimal länger halten. Aber ich weiß gar nicht, wie das funktioniert mit dem Unbreaking 3. Muss dreimal länger behalten kann oder so. Kann sein, muss nicht sein. Wir tun auf jeden Fall mal. Oh, ich habe alle Backpacks, ey. Endlich. Hier ein paar Flugstäbe wieder in die Kiste rein und hier hast du 2 neue. Danke. Wie viel hast du jetzt in der Summe? 3. Okay. Das reicht auf jeden Fall. Und zuerst einmal muss ich meine Rüstung reparieren. Ist ja recht billig. Ich ist ja kaum enchanted bei mir. Ich habe vor allem jetzt richtig hart die OP-Brust Protection 4. Und diese komische Scale-Chestplate. Und damit bin ich jetzt einfach so OP. Ich kann drauf machen. Oh, mal Pro 2. Ah, keine Dorn. Ah, ich möchte meine Sachen nicht so gern verzaubern irgendwie. So. Was könnte ich noch als nächstes machen? Komm mal hoch ins Bett, wir schlafen. Gleich. Der Power 5. Unbreaking 2. Ja gut, das ist auf jeden Fall mein Bogen ist zu Ende verzaubert. Mehr geht der jetzt nicht mehr wirklich. Oh, Looting 2 auf dem Schwert ist auf jeden Fall auch noch stark. Ansonsten geht alles noch und ich habe auch alle meine Level aufgebraucht. Und dann schlafen wir als erstes mal. Das haben wir ja letzte Folge noch gar nicht gemacht, ne? Was? Schlafen. Ja. Ja, können wir mal wieder sehen, wie viel Zeit vergangen ist seit der letzten Aufnahme. Wir investieren so viel Zeit für euch. Ja, ist echt so. Also, erstmal möchte ich kurz klären, wo genau wollen wir jetzt hin? Was genau wollen wir machen? Komm mal zu mir hier aufs Dach. Hier oben, hier, hinter dir. Da, ja genau. Also, gehen wir in die Map. Ich wollte hier in dieses große Biom da mit diesem. Denk dran, dein Magic Mirror hier zu speichern und dann ins Inventar zu legen. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie es funktioniert, nur so ein Stück weit. Ja. Okay, ich folge dir auf jeden Fall mal. Damit können wir im besten Fall instant zurück. Du darfst nur es auf keinen Fall mehr in die Hand nehmen. Ja. Oh, nein, hier waren wir noch gar nicht. Ja, mach ja, einfach mal als erstes. Das hat mich jetzt schon ein bisschen gewundert. Alter, der OP-Loot. Oh ne, ich habe wieder ein paar Framebrüche. Alter, nice. Ja, bau erstmal alles hier ab, ne? Hey, du hast einfach so schnell unter mir abgebaut, ja, dass ich da. Effizienz 3. Living Metal Spitzhacke, die ist nicht schlecht. Stimmt, wir wollten uns noch ein paar Folgen mal um das Metal kümmern. Boah, krasser OP-Stuff, ey. Ja, habe ich komplett.
Ich habe echt komplett vergessen, dass wir uns um die Smetry kümmern wollten. Genau, da bin ich ja gestorben und so. Und dann haben wir das Schiff gefunden. Und dann ist alles kaputt gegangen. Ja, alles. Alles XP-Flasche, alle bisschen Kohle. Boom. Ja, das boah, hier, Wombo-Combo. Hier ist Ram-Up. Ja, ich sehe es. Also ist jetzt unten. Aha. Es war auf dich gefixt. Sowas geht. Normalerweise sind Mobs auch immer nur auf mich aus. Ja. Die oh, mögen mich halt nicht. Meteorite, ja. Aber dafür kann ich ja jetzt auch nichts, ne? Damit musst du leben. Warte, wenn ich jetzt ein Item drop, dann schwirrt's mir. Oh, geil. Alle Items sollten wir uns jetzt im Sun schwören, deswegen tue ich die wieder weg. Gut. Ich habe wieder Bodensicherung betrieben. Genau, das habe ich gerade gesehen und alle Zombies sind hinterher gesprungen. Ja genau, so, das war alles geplant. Wie ihr seht, Leute, wir sind professionell am Werk. Und hier ist der Ramok. Und du hast mich geschlagen, danke. Und der hat mein Schwert gedroppt. Und ich werde nicht sterben. Aha. Alter, vor allem diese Chestplate auf Protection 4 ist so... Du machst mir einfach nicht mein Herz Schaden mit deinem Schwert, ja? Ich möchte dir auch überhaupt keinen Herzschaden machen. Das ist der einzige Grund dafür. Nein. Schlag mich mal. Okay. Ein halbes Herz. Und, oh. Den Zombie habe ich genial getroffen. Ich muss noch natürlich kurz ein bisschen mein Loot in mein Backpack reintun. So, zack, zack, zack. So viele Pfeile brauche ich auch nicht. Ich habe einfach so viele Backpacks. Ist auf jeden Fall nice. Aber Backpacks sind echt richtig nice, weil wenn du... Ja. Du halt... Du kannst einfach halt, ne? Verstehst du? Halt, ne? Ja, ich glaube schon. Halt einfach, ja, ne? Es ist einfach so, dass du auch viel Platz im Inventar hast, was halt vor allem bei so einem... Ja, ich werde einfach weggeschleudert. Was halt bei so einem Kampfmodpack, ich renn schnell hoch und öffne die nächste Kiste. Ja, sehr, sehr wichtig ist. Hier war ich schon. Weil du bekommst einfach so extrem viel Stuff. Das wäre ja die ganze Zeit voll im Inventar. Danke. Das ist letzte Etage, ja, also. Ja, pass auf. Ich öffne die Kiste, ja. Nein. Ich würde eigentlich als erstes direkt nach oben rennen. Und dann später hier runterkommen auch. Hallo, Ramob. Tschüss, Ramob. Okay, soll mach ich? Mach mir mal eine andere Taktik. Nee, ich renne jetzt als erstes nach oben. So, weil... Warte, wir können ihn auch schon hier oben töten. Hä, ja, aber dann explodiert ja alles. Er ist schon tot. Okay, wohin wollen wir raus? Ins Dorf, ja? Ja. Bye-bye. Okay. So, zack. Hast du in der unteren Etage alles gelootet? Ja, hab ich. Okay, ich hab oben auch. Da war echt viel drin. Ich hab ein Spawn-Ei von dem Yellow Chocobo. Wow. Die wollten wir auch noch züchten. Ja. Okay. Ich würde sagen, die restlichen Rest der Folge werden wir jetzt auf jeden Fall noch nach Clay Ausschau halten. Denn die Smattery sollten wir auf keinen Fall vergessen. Weil die ist echt gut. Okay? Machen wir das? Ja. Das heißt, wir halten nach Clay Ausschau und ich habe Clay gefunden. Ich habe auch Clay gefunden. Gut. So, mache ich mir eine neue Diamantspitzhacke, weil ich ja die letzte leider zu Hause vergessen habe. Außer natürlich alles so geplant. Oh, ich habe eine Schief mitbekommen. Benchmaking. Alles klar. Warte, jetzt hätte ich ja alle Upgrades bekommen, oder? Nicht Upgrades, sondern Achievements wahrscheinlich schon. Warte mal, wahrscheinlich bin ich hier noch ganz am Anfang. Wenn ich mir jetzt eine Spitzhacke mache, kriege ich das nächste. Den nächsten Erfolg. Nice. Ja, was ist für ein komischer Sound gerade bei dir? Bei uns werden gerade Türen geschliffen. Ah. Das könnte es nicht sein. Das hat man gerade richtig laut gehört. Bei dir klingelt immer das Telefon. Es wäre ja langweilig, wenn bei mir gar nichts passieren würde, ne? Ja, ist echt so. Deswegen also, hast du deine Eltern gebeten, ja, wir machen gerade eine Aufnahmesession. Könnt ihr bitte ein bisschen bohren? Genau. Und gleich wird auch noch unser Haus abgerissen. Unser Haus wird auch gleich nochmal abgerissen. Also. Ja, passt.
Vermisst keiner. Falls ich gleich einen Internetverlust habe, dann nicht wundern. Also. Ja, genau. Wenn es gleich kommt, use in the channel time dort, dann wisst ihr warum. Ich hätte es so gefeiert, wenn es wirklich kommt. Hä, hey, was meinst du? Use in the channel time dort einfach so. Weil halt der Internet gerade weg ist. Hey, das hört sich so komisch an, so. Nein, Discord meinte ich nicht. Er kann eigentlich gerne wieder zu mir zurückkommen. User was moved to your channel. Ich krieg Schaden. Nein, es wäre. Nein, es wäre komplett falsch. Es muss ja. Und es kommt ja dann. User in your channel timed out. Es kam ja User left your channel. Ich hab ein Yellow Chocobo gefunden. Alter, du bist so ein krasser Mensch. OP-Boss, Alter. OP aus so, OP-Boss 9000. Wo bist ich farm wo bist hier gerade Clay. Oh, ich hab jetzt 52 Clay. Ich habe 2,5 Stacks. Streber. Ja, genau. Einfach nur, weil ich Blöcke abbaue. Leute, wie viel Clay ist einfach? Es hört sich so komisch an, so. Ich bin mal ruhig, warte. Ist einfach so genial. Ach ja. Wir sind echt professionelle. YouTuber, das muss man so Leute, sagen. Leute, spendet uns schnell irgendwas, damit wir uns eine eigene Wohnung kaufen können und. Genau. Ist bei dir nicht auch so laut oder kommt es irgendwie durchs Mikrofon noch so vor? Nee, es ist noch lauter, weil ich habe ein Mikrofon mit Nierencharakter. Das heißt, die Töne, die im Hintergrund sind eigentlich leiser. Wie heißt der Charakter? Nierencharakter. So wie die Niere. Ja. Ein schöner Name. Finde ich auch. Gut, ich denke mal, an Clay reicht's jetzt. Es braucht mir noch Gravel. Und da unten ist der Gravel. Oh, jetzt war ein schönes Water MLG. Ich mache es. Das hat niemand Menschen gesehen. Bist du etwa gerade gestorben? Nein. Es sah nur so aus. Okay, gut, ich dachte schon. Also. Ja, da dachtest du. Ah, da hast du falsch gedenkt. Meine Mama sagt, ich soll nicht denken. Ja. Ich weiß, man könnte das jetzt auch viel effektiver mit einer Fackel machen, aber wir sind zu cool dafür, okay? Ja, das sehen wir gar nicht ein. Das sehen wir echt nicht ein, so. Ist auch viel zu stressig mit der Fackel hier. Ja. So, ich habe jetzt einen halben Stack. Dias! Ja, Dias. Warte, gehen wir nochmal die Schlucht entlang, vielleicht finden wir noch was. Oh, hier ist eine Mine. Dungeon. So Minen-Dungeon. Lol. Alter, krass. Da ist richtig geiler Stuff drin immer. Naja. Ich glaube nicht. Im Gegensatz also, zu dem, man, was wir sonst so finden. Wenn man im Survival-Mode ist. Im Survival-Mode vor allem. Du meinst überhaupt nicht in Vanilla, oder? Ja, meine ich. Im Survival-Mode in Vanilla. Dann also im Creative-Mode ist ja eh alles jetzt nicht so schwierig zu erreichen. So, ja, das ist halt nur halb schwierig, ne? So, ja. Haben wir jetzt genug? Nein. Ich baue hier das noch ab. Wir brauchen das ganze Zeug für die Smattery. Ja, wie viel brauchen wir denn? Das weiß ich auch nicht. Wir können jetzt mal davon ausgehen, dass es reicht. Ne, dann guck mal kurz nach. Okay. Nicht, dass wir dann da so stackweise zu wenig. Wir wollen eine Smeltery machen. Dafür brauchen wir die Basalt. Ne, wir brauchen nicht die Basalt Bricks. Wir brauchen. Eigentlich brauchen wir das gar nicht, was wir gerade gefarmt haben. Oder brauchen wir doch Basalt Bricks? Nee. Basalt Bricks brauchen wir nicht für die Smeltery. Wie heißt dieser Block? Warte mal, ich glaube, so kann man auch herausfinden. Genau, Seared Brick. Was bedeutet? Wir brauchen eine Menge. Diese Hintergrundgeräusche. Ja, ich denke, es reicht. Ich denke, es reicht, was wir gefarmt haben.
Okay, wollen wir. Warte mal. Wir bauen uns jetzt hier ein, sodass wir auf keinen Fall Sonnenlicht abbekommen, auch wenn es gerade Nacht ist. Okay? Und dann nehmen wir unseren Magic Mirror. Probieren wir es mal aus. Okay, gut. Warte, ich nehme hier gerade noch ein bisschen Gravel. Und jetzt habe ich zwei Magic Mirrors. Scheiße, welcher ist es jetzt? Gut Glück. Schlecht Glück. So, ich habe mich jetzt eingebaut, dann nehme ich mein Magic Mirror und ab nach Hause. Okay, mein Backpack. Bleib hier. Hä? Ich wurde nicht geportet. Okay. Das bei mir jetzt auch noch nicht funktioniert. Oh Gott, wie stelle ich mich hier gerade an? Bei mir funktioniert es nicht. Ich werde immer nur wieder rausgeportet aus meiner Höhle. Ich werde nur ein paar Meter weggeportet. Ja, ich auch. Mir genauso. Na gut, dann machen wir es auf die herkömmliche Art und fliegen ein bisschen durch die Gegend. Ui. Yeah. Okay, es war überhaupt nicht weit weg. Hui. Ich weiß gar nicht mehr, wo war jetzt. Gehen wir direkt wieder schlafen? Hey Leute, wo ist unser Zuhause? Hast du keinen Waypoint? Doch, aber der ist weg. GG. Mein Waypoint ist einfach so. Einfach so weg. Alle Koordinaten sind. Warte. 18 und 830. Ja, Sekunde. Ich warte hier auf dich. Und stell mich ein bisschen auf diesen Strauch hier und bekommt Damage. Geht davon meine Rüstung kaputt? Nee, nicht wirklich. Aber ich will es mal nicht provozieren. Ich gehe mal schwer davon aus, dass Tegel gerade gemutet ist. Ich meine, ohne all diese Störungen von Telefon über Schleifen, über ungebetenen Besuch, ist natürlich auf jeden Fall krass. Jetzt bin ich der Alleinunterhalter, laufe hier im Kreis rum. Naja, ich kann auf jeden Fall jetzt schon mal ein paar Sachen machen. Ich meine, ich nehme ja auch auf. Wer hätte das gedacht? Das machst du gut. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und zwar wollen wir diese Bricks machen. Dafür brauchen wir zum einen jetzt diese Clay-Stein-Teile hier. Ich weiß nicht, wie ich sie nennen soll. Hier, hier und hier war ja Gravel. Und der Rest Sand. Sand habe ich natürlich nicht im Inventar. Aber ich habe schon gesehen, dass wir genügend haben. Deswegen hatten wir das auch überhaupt nicht gefarmt. So, dann schauen wir mal, wie man das am besten macht. Hier die untere, das ist glaube ich effizienter. Gut, ich muss es manuell einfügen. Ich meinte, alles andere wäre ja auch so einfach. Oh, man hört dich wieder. Ja, ich bin wieder da. Nice. Immer diese ungebetenen Gäste. Echt schlimm. Wahrscheinlich bin ich gleich wieder offline kurz. Es wäre auch zu ganz einfach, offline. Nee. Wobei ich hier an der Stelle sowieso die Folge wenden muss. Wir sind schon bei 18 Minuten. Wie gesagt, wir produzieren gerade vor und so. Deswegen wollen wir auf keinen Fall zu lange machen. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, dann dürft ihr sehr, sehr gerne eine Bewertung anschauen. Schaut in die Playlist, da sind alle anderen Folgen auch drin, wenn wir nicht einen vergessen haben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss. Ciao.